Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Scar Niche and We Edition. Ja. Und ich würde doch mal ganz eindeutig sagen, wir sind soweit, den Kaiser zu töten. Soweit ich es überblicke, sind nun alle Aufträge zur Vorbereitung der Amor des Kaisers erledigt. Astrid wird mir die weitere Vorgehensweise erläutern. Jupp. Das Ende eines Reiches. Reich! Okay. Und ich habe jetzt auch schließlich was gegessen. Ich habe jetzt gerade drei Brote mit Marmelade gehabt. Ist doch was, ne? Hallo, Astrid. Es ist also vollbracht. Ihr habt den Feinschmecker getötet. Und nun ist Titus Mede der Zweite so gut wie tot. Ist es jetzt weit? Können wir den Kaiser ermorden? Oh ja. Und ich habe entschieden, dass euch diese Ehre zufallen soll. Oh, danke. So, ich meine, alles wäre ja natürlich, ne? Ich werde euch nicht enttäuschen, Astrid. Und die dunkle Bruderschaft auch nicht. Tod dem Kaiser. Für sie ist es die Mutter der Nacht. Nee, die ist nicht so für die Mutter der Nacht. Oh, ich habe größtes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Glaubt mir. Lasst uns beginnen. Begebt euch nun zum Schloss Elend in Einsamkeit. Zeigt dort dem leitenden Offizier, Kommandant Maro, euren Passierschein. Ihr erinnert euch sicher an ihn. Mhm. Ihr werdet freien Zugang zu den Küchen und anschließend auch zum Kaiser erhalten. Ihr gebt euch als Meisterkoch aus. Also wird es euch ein leichtes sein, sein Mahl zu vergiften. Welches Gift soll ich nutzen? Hier, benutzt das hier. Es handelt sich um eine Jarinwurzel. Nur ein kleiner Bissen und die Wirkung tritt sofort ein. Der Kaiser wird Zitis dienen, bevor er überhaupt merkt, dass er tot ist. Sobald Mede tot ist, flieht ihr durch die obere Tür und dann über die Brücke. Ich habe veranlasst, dass sie unbewacht ist, sobald der Alarm erklingt. Geht jetzt. Geht und erfüllt euer Schicksal als Zuhörer. Muss ich mich vorher besaufen? Gibt es noch was, bevor ich mich auf den Weg mache? Es bedurfte unzähliger Gefälligkeiten, Bestechungen und Erpressungen, aber es ist mir gelungen, eure Flucht zu arrangieren. Befolgt einfach meine Anweisungen und die dunkle Bruderschaft wird wieder auf dem richtigen Weg sein. Und das nur dank euch, Zuhörer. Was könnt ihr mir über die Jarinwurzel sagen? Es handelt sich um eine seltene Pflanze, die man nur auf der Insel Stros Mekai findet. Sie kann wie jedes andere Gemüse serviert werden, aufgeschnitten als Salat oder in einem Eintopf gekocht. Bereits ein kleiner Bissen führt zu einem beinahe sofortigen Tod. Also, denkt nicht einmal daran, sie zu probieren. Hatte ich nicht vor. Bis zum nächsten Und das, die Teile hier scheinen anscheinend echt die Mordanschläge zu sein, wenn ich es richtig verstehe. Hier. Bruder? Der Koch und dann ist das bestimmt. Ach, ich weiß es doch nicht. Und das der liegende Eisendolch ist bestimmt Bruder? Der Kaiser selbst. Schwester. Vertretet uns gut, Bruder. Mach ich. Melde dich bei Kommandant Maro. Ich werde die Rolle des Kulinarienmeisters übernehmen, der mir mit der Zubereitung des Festmahls betraut wurde. Eine hervorragende Gelegenheit, um den Kaiser mit einem Mordwerkzeug meiner Wahl ins Jenseits zu befördern. Es ist eh. Eigentlich müsste ich bis dahin noch so gut kochen lernen, dass ich den Meisterkoch zumindest, den Feinschmecker zumindest, nachahmen kann. Grüße, Bruder. Und ich frage mal wieder nach Ratschlägen. Astrid hat eure Flucht geplant, ja? Dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Rein, Kaiser töten, raus. Und dann wird gefeiert. Da wird gefeiert, gefeiert. Uhu. Holt schon mal den Sekt raus und nein, nicht den Sekt, den Champagner raus. Und stellt das Bier kühl und packt die Muffins aus und holt die Pizza aus der Tiefkühltruhe. Habt ihr Ratschläge? Ja, ihr tötet den Kaiser höchstpersönlich.
Für die dunkle Bruderschaft stellt dieser Auftrag eine einmalige Gelegenheit dar. Und euch soll die Ehre zuteil werden. Also vermasselt es nicht. Okay. Viel Glück und lasst euch nicht umbringen. Ah, will ich nicht. Aber danke. Bruder. Eigentlich sind nur so ein paar nette Menschen. Ja, Festus. Schön euch zu sehen, Bruder. Macht ihr euch bereit, den Kaiser zu töten? Das sind aufregende Zeiten. Wirklich aufregende Zeiten. Ratschläge dazu? Nun, es stimmt zwar, dass ich die zerstörerische Seite der Magie bevorzuge, aber wir dürfen die vielen Zauber nicht vergessen, die praktischeren Zwecken dienen. Sicher könnt ihr den Kaiser vergiften, aber was dann? Wieso ruft ihr nicht einen Atronach herbei, um Chaos zu stiften? Oder macht euch unsichtbar und verschwindet? Lasst euch was einfallen. Ich kenne keinen Zauber zum unsichtbar machen. Und oft. Ratschläge? Einen schönen Auftritt wünsche ich, ohne Verdornung. Geht kein Risiko ein. Vergiftet das Essen des Kaisers mit einer Jarinwurzel. Ihr verkleidet euch als Koch. Da bietet sich sowas an. Ach ja, das ist die Alchemistin, ne? Die gibt uns natürlich einen Tipp. Gabriella! Etwas von mir? Beeilt euch. Ja, dann beeil ich mich, aber welche Ratschläge habt ihr? Was für eine Ehre. Ein Attentat auf einen Kaiser. Und alles, weil ihr der Zuhörer seid. Begünstigt von der Mutter der Nacht. Gesalbt von Cities. Ich freue mich wirklich sehr für euch. Fast bin ich sogar ein wenig neidisch. Tötet gut und oft. Natürlich, Festus. Scheinbar Festus. Also, das ist und ihr habt keine Ratschläge. Na, habt ihr nicht. Okay. Dann töten wir halt den Kaiser. Ist ja. Ist nichts. Ich würde mich ja gerne auch unsichtbar machen, aber ich habe halt keinen Zauber dafür. Also das mit dem Atronachen, ne? Ist ein Tipp, den werde ich vielleicht versuchen zu beherzigen. Schön großen Frostatronachen, der ist schön groß, der macht schön Ärger. Es könnte ganz nett werden. Aber erstmal mache ich den anderen Mordauftrag. Die Dienerin Agnes, die in der Festung Graumauern angestellt ist. Ne, wissen wir ja. Erstmal die anderen Aufträge. Festung Graumauer. Wir waren da schon mal aber nicht durch. Ist das merkwürdig. Spitz Pre-Sequel. Ey. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich da gerne Let's Play von machen würde, mit ihm sogar. Aber nur nicht weiß, ob ich dazu komme, ob ich mir das Spiel kaufe. Deswegen, okay, hier ist wirklich die Tundra, sehe ich gerade. Habe ich schon mal erwähnt, dass das eigentlich Tornado gefährdet sein müsste? Östlich eines Gebirges. Ist das hier freundlich oder feindlich gesinnt? Okay. Ich finde, wir sollten mal helfen. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich. Durch was hatte ich denn jetzt plötzlich so einen Energieverlust? Hallo? Wer schießt hier auf mich? Meine Güte. Also ich meine, irgendwo ist hier anscheinend ein Bogenschütze. Ach, danke. Big Fat Boy. Der sieht auch so aus, ne? So, wo genau ist hier der... Ey. Wow, wer ist das?
Sieht aus wie Aela. Aela. Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt so, da müssten doch eigentlich hauptsächlich oder ist da überhaupt ein Kaiserlicher gestorben? Joa, hier ist ein schwebender Dolch, ne? Oder orkischer Dolch, aha. Stahlplattenhelm, Stahlrüstung, gewendete, okay. Und direkt die Schmiede nutzen. Gute Männer. Gute Männer, Banditengesetzlose. Scheint es hier niemand ich feiere das gerade. Kaum erwarten, noch einen von Ulfric, dass die gerade bis hier alle so stehen. Ja. Ne? Ich bin noch da. Ja, ich habe auch ein paar Pfeile für Was dich. Braucht ihr? Ihr braucht Pfeile. Die Eisenpfeile noch mehr. Stahlpfeile, Zwergenpfeile. Ist ja auch zufällig ein Händler. Nehmt euch vor Sturmmantelspionen in Acht. Die Rebellen vergessen gern, dass es haltet das Kaiserreich ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist. Was ist denn das? Bleibt wachsam. Gehört das den Kaiserlichen, dieses Fort? Oder weshalb sind die hier plötzlich und mussten gegen Banditen kämpfen. Obwohl, das wäre auch cool, wenn die so Banditenfestung erobern könnten. Was war das? Banditen. Naja, zumindest kann ich hier. Oh, hallo! Ja, das war jetzt einfach. Mitten im Kampfgefecht. Ich hoffe, da ist kein weiterer. Ja. Agnes! Das war echt der, sag ich mal, wirklich einfachste Mordauftrag, den ich hier gesehen habe. War ja nix. Okay. Schön sauber. Wertvolle Tränke. Was haben wir hier im Buch? Nehme ich mal vorsichtshalber mit. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das alles nachgucken wollte, welche Bücher ich schon habe, ne? Weil ich das offscreen mache. Ich mache ja echt alles onscreen, aber das werde ich offscreen machen. Und wenn dann noch welche übrig bleiben, dann werde ich gucken, auch wo es die gibt und so. Dass ich mir den dann mal alle hole bei Bedarf. Ich denke mal, solche wie zum Beispiel, diese Zwergenbücher, die gibt es dann wahrscheinlich auch nur bei den Zwergen. Bei diesem Typen. Oh, hi. Verdient Eisenrüstung viel zu schwer sein, ja. Ist dann ja auch schon mal gleich 30. Als Gewicht. Arkische Pfeile, aha. Jagdbögen. War das alles? Oh. Nee. Smaragd. Kaiserliche Stahlpanzerhandschuhe. Mhm. Oh, rieselhafte Rechtschaffende. Oh, was haben wir denn hier? Himmelsrand. Dann ist das bestimmt. Nee, erstmal muss der Ladebildschirm komplett laden. Ich sehe da immer noch. Öffnen Himmelsrand. Aha. Schon besser.
keine Drachen. Glaube ich. Was ist denn das für ein Mordauftrag, bitteschön? Er war ja wirklich der einfachste, den wir überhaupt jemals hatten. Hingehen, im Eifer des Gefechts die Frau töten und Geld kassieren. Also, vorher noch von den Kaiserlichen unterstützt werden. Was will man mehr? Ihr seid die letzten Waffen und Rüstungen. Das war das perfekte Verbrechen. Falls es eins gibt, war es das. Mensch. Die 500 mehr machen sich doch bemerkbar. Na komm, allein jetzt. Jetzt habe ich den Ring des Nachtwebers verkauft. Das wollte ich gar nicht. Den wollte ich doch in meine Kiste legen. Weil wir haben das Geld. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir da plötzlich durch arm werden. Zaubertrank, Taschendüchter sind auch solche, die brauchen. Das habe ich mir jetzt falsch verkauft. Die Heringwurzel. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr. Wie viel habe ich noch da? Bücher. Habe ich wahrscheinlich nur noch. Langes Leben euch, Tane. Danke. Bücher. Was ist denn das? Immer mehr Questbücher. Oh. 100? Achso, der letzte Band. Ich von Pelinal. Dass es nicht einfach eine Bücherei geben kann, einen Himmelsrand, wo man alle Bücher, die es gibt, kaufen kann. Ein Tanz im Feuer haben wir auch noch nicht komplett. Erlesener Geschmack signiert. Da. Geschichtlicher Überblick. Band 1, 2, 3, 4. Ich denke mal, davon haben wir echt alle. Es könnte schon echt an die 100 Folgen dauern, die alle vorzulesen. Na, Let's Read Folge. In Let's Read Folgen. Müssten wir das schon eher sagen. Das kriegst du nicht in einer Folge. Obwohl, ja, kriegst du schon, aber dauert ein kleines bisschen. Den Pfeil. Also die Pfeile. Ich bin noch da. Ja, das sehe ich. Ausnahmsweise schon. Jetzt ist mit dem Gewicht auch schon besser. Ja, 24. Wenn ich es wegmache, müsste es zwei weniger sogar rein. Deswegen, ich muss die Tränke auch mal trinken. Das sind, die machen bestimmt 30 Punkte meiner, meines Inventars brauchen die bestimmt weg. So, 30 könnte klappen. Langes Leben euch, Tane. Ah ja, ist das schön hier. Ich krieg mal raus, bevor ein Erdbeben kommt. Also würde ich sagen, machen wir Cut. Bis zur nächsten Folge. Den Kaiser töten.